Mein Plan steht, Freunde. Willkommen zurück zu Bad North. Mein Plan steht. Ich war mir ja beim letzten Mal nicht einig, ob wir diese drei Inseln, die wir jetzt zur Verfügung haben, angehen, indem wir auf jede Insel zwei Truppen schicken. Das ist mir bei manchen Inseln aber ein bisschen zu suspekt. Und jetzt ist mir nämlich gerade aufgefallen, wenn wir Geldungur evakuiert haben, kommt danach nämlich freigeschaltet Brinnig. Und auf Brinnig wartet schon wieder ein Kommandeur auf uns. Und hier unten auch. Hier hinten haben wir auch einen Kommandeuren auf der Ratteninsel. Also, willkommen zurück zu Bad North, wo wir eigentlich diese zwei Inseln mit relativ wenigen Leuten erobern können. Wir nehmen diese zwei Inseln uns vor, mit jeweils zwei Leute. Und auf die dritte Insel schicken wir dann auch nochmal zwei. Damit ich aber weiß, welche Truppe ich brauche, ist die Primärinsel, die ich freischalten will, beziehungsweise die ich erstmal evakuieren möchte, Geldungur. Geldungur, ich komme. Zwei Einheiten haben wir zur Verfügung. Es kommen nur Schützen. Das bedeutet, Mildred, du fällst schon mal aus. Und der Wiemann eigentlich auch. Ich möchte hier keine Schützen opfern. Was haben wir denn an Schwertkämpfern? Wir hatten doch drei Schwertkämpfertrupps, ne? Wir haben den Selwin. Und den Eckbert haben wir auch. Der Eckbert, der sollte auch direkt mitmachen, damit wir auch zeitig direkt die Goldmünzen extra kriegen, die er ja freischaltet. Da schicke ich dich weg und wir regeln das mit diesen zwei Nahkampftrupps. Das sollte nämlich locker funktionieren. Dürfte kein größeres Problem sein. Die Schützen, die treiben wir zum Großteil vor uns her und es kommen nur Bogenschützen. Was anderes kommt nicht. Wenn jetzt nicht von allen Seiten 75.000 kommen, passt das schon. Da kommt erstmal eine ganz flauschige Nummer. Drei Schützen wollen sich mit uns anlegen. Es regnet übrigens, es ist ein Kackwetter hier. Da wächst das Blut wenigstens gleich mit von der Ausrüstung. So, da kommt auch nochmal ein Dreierboot. Da müssen wir jetzt hier allerdings in Angriff gehen, damit die nicht von der Seite Ärger kriegen, von diesen Schützen. Erste Ladung vernichtet. Da hinten kommt eine größere Ladung. Und die nehmen wir gleich schön in die Zange. Die brauchen gar nicht erst denken, dass die hier irgendwo hin dürfen. Die nehmen wir richtig schön in die Zange. Und vernichten sie vor Ort. Rein da, immer rein. So, wir haben einen Verlust da vorne. Hier rückt wieder ein Boot vor. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die gerade hinwollen. Aber wie es aussieht, wollen die hier drüben an Land gehen. Da können wir euch hier rüber stellen. Oh, da machen wir es halt so rum. Oh, da machen wir es halt doch so rum. Und da kommt auch schon die letzte Angriffswelle. Locker flockig, kein Thema. Die letzte Welle kommt von da hinten. Pass auf, die schocken wir richtig. Die denken sich so, geil, der Strand ist frei. Kein Feind hier. Können wir uns wunderbar hinstellen. Was meinst du, wie die gleich geschockt sind? Warten. 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 Die brauchen am längsten. Zugriff. Zugriff. Ja! Zack. Die haben wir weggehauen. Ey, da ist ein Überlebender. Ich hasse Überlebende. Dankeschön. Es war mir eine Ehre. Vielleicht auch zwei. Ah, meine Zusatzmünzen. Also insgesamt 10 Münzchen, die wir uns hier gegönnt haben. Eine Sache. Geldungur hat sich erledigt, das Ding. Und auf Brinnig haben wir Schildkämpfer und Schützen. Auf Selkar, die Insel müsste ich mir mal angucken. Selkar. Hätten wir im Prinzip zwei Positionen. Wir haben hier zwei Küstenabschnitte, wo Feinde landen können. Da wäre natürlich unsere Mildred nicht so schlecht. Das sind unsere letzten Einheiten, die wir hier haben, ne? Die zwei Bogenschützen, die Pikeniere und noch den einen Nahkampftrupp.
Dürfte ich mir mal. Ich möchte mir mal angucken, wie sieht denn die andere Insel aus vom Aufbau her? Wo bin ich? Hier bin ich. Die andere Insel. Sehr, sehr bergig, sehr, sehr bergig. Hier kommen aber halt auch Schützen. Guck mal. Lokaler Kommandeur. Portia. Die hat eine Schützeneinheit. Gefällt mir nicht so richtig. Das gefällt mir nicht so richtig. Ich fühle mich nicht bereit. Wie groß ist unser Vorsprung? Unser Vorsprung ist schon ein Stück, ne? Auf Seel K. Da kommt halt wirklich nur dieser Typ von Einheiten. Bin jetzt doch ein bisschen zu feige, muss ich gestehen. Mit meinen paar Pünkteln? Weil ich habe zwar relativ viele Bogenschützen. Ingram. Wisst ihr was? Es ist vielleicht für manchen Geld rausschmiss, aber ich will die Sache erledigt haben. Wir leveln den direkt hoch. Aufs nächste Level. Dann hat er nämlich 16 Schützen. Und das letzte Level wäre dann hochqualifiziert. Ach nee, das ist schon das letzte Level. Also mehr als 16 haben wir eh nicht. Level 2 Befehlsring. Da haben wir den schon mal auf der absolut maximalen Truppenstärke. Da taugt der auch als Schütze jetzt ganz schön was und kann auch gegen Schildheinze ganz gut bestehen. Die Frage ist, komm, wir probieren es einfach mal. Wir probieren Seel K aus mit Pikenieren und unserem besten Schützentrupp. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Das probiere ich jetzt aus. Das würde mich interessieren. Ob wir das hinbekommen. Weil ich hätte hier zwar gerne mehr normale Infanterie, aber man kann ja nicht alles haben. Meine Schützen bleiben, wo sie sind. Die stehen da gut. Wenn ich die jetzt noch auf Elite-Schützen hätte, wäre es natürlich ultimativ genial. Boah, da oben ist alles voll mit meinen Schützen. Sehr schön. Blöd ist, dass die gerade von zwei Seiten anrücken. Das missfällt mir. Das missfällt mir ungemein. Nein, nicht ihr! Nicht ihr! Nicht ihr! Ich hab die Falschen! Ich hab die Falschen! Nicht ihr! Zurück! Hab ich gewonnen? Ich bin wunderschön. Nein, halt, stopp! Kommando zurück, die wollen hier hin. Kommando zurück, die wollen hier rüber. Das können sie auch von mir aus ruhig machen. Darf die Schildheinis nicht an das Haus hier ranlassen. Aber es ist natürlich sehr riskant, die Bogenschützen im Nahkampf zu verwenden. Aber ich kann hier drüben meine Pikeniere gerade nicht wegnehmen. Das geht einfach nicht. Aber das Gute ist, wenn die da zum Nahkampf reingehen, haben die gerade ihre Schilde unten. Und da vorne kommt die letzte Angriffswelle. Es wird zwar nochmal eine richtige Helga von der Welle. Aber wir können unsere Pikeniere jetzt hier rüberstellen. Ganz schön gewagtes Spiel, was ich hier treibe, ne? Das ist ganz schön mutig von mir. Aber ich habe eben Angst, dass uns irgendwann die Zeit für die Inseln ausgeht. Deshalb versuche ich immer möglichst viel pro Runde auch zu schaffen. Mist, ich muss die jetzt stürmen. Weil die da einfach sehr am Weg stehen. Aber unsere Kommandeure regeln das auch. Sehr gut. Boah, das war ganz schön mutig, muss ich sagen. Aber das Ergebnis zählt. Wir haben in dieser Runde eine weitere Insel geklärt. Darauf können wir schon stolz sein. Jetzt haben wir einen Bogenschützentrupp. Und wir haben unsere Elena als Nahkampftruppe. Traue ich mir das zu? Mit diesen Einheiten. Wir haben hier zwei Stufe 1 Schützentrupps und ein Stufe 2 Infanterietrupp. Die Schützen müsste ich gegen die Schützen einsetzen.
Was in meinen Reihen natürlich auch zu Verlusten führen wird. Weil die Alena, die brauche ich dringendst zum Aufhalten der Schildträger. Ist die Frage, wie viele Schildträger rücken hier an? Und ich muss ganz ehrlich sagen, für die Nummer bin ich zu feige. Die beiden setzen diese Runde aus. Die beiden setzen diese Runde aus. Das traue ich mir nicht zu. So. Wir haben in dieser Runde alles in allem 7 Kommandeure. Nicht wahr? Wir gehen erstmal nach Brinnig rüber. Die beiden Ecken, die würde ich meiner Mildred überlassen. Mach die mal raus. Also die Mildred geht darüber in die Ecken. Dann haben wir hier einen Bogenschützentrupp, der leider nicht besonders viel taugt. Dann nehme ich für das Geld den Eckbert noch mit dazu, der hier vorne ein bisschen aufräumt. Und dann nehme ich, weil ich ihn für diese Runde eh nicht anders einsetzen könnte, noch meinen Weimann dazu. Da haben wir hier zwei Schützen und ja, das wird. Das kriegen wir hin. Das wird schon alles irgendwie werden. Ich weiß auch nicht wie, aber das wird schon. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Die stehen ganz günstig. Die bleiben erstmal, wo sie sind. Und mit euch gehe ich hinter das Haus hier, damit ihr geschützt steht, aber eingreifen könnt, wenn das Haus angegriffen wird. Und natürlich kommen hier direkt erstmal die Schützen angesegelt, die ich definitiv nicht brauche. Ein Traum wird wahr. Aber die kann ich hier unten schön begrüßen gehen. Die paar Schütze. Haben die gerade einen von meinen Leuten ins Meer geschossen oder sah das nur so aus? Ich glaube, die haben einen meiner Leute tatsächlich ins Meer befördert. Die sind noch nicht mehr ganz richtig hinter der Omme. Auch hier vorne deutlich mehr Schützen. Hier hinten ist nicht viel, wo die nützlich sein könnten, ne? Ihr geht mal hier rüber, um die Schützen damit zu begrüßen. Sieht doch gut aus. Das ist auch eine schöne, enge Stelle. Hier könnte man auch die Pikeniere unten hinstellen, wenn von da dann irgendwann andere anrücken. Bisher kommen ja nur die Schützen. Die aber in großer Zahl und von überall, wo sie können. Ihr müsst nämlich zum Beispiel direkt schon wieder hier rüber gehen, um die zu begrüßen. Während meine Schützen hier drüben Spaß haben. Oh shit, meine Pikeniere kriegen gerade eine drüber. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt aber schnell zu dem anderen Haus. Setzt euch ruhig schon mal in Bewegung, aber zack, zack, zack. Ah, der trifft nämlich nicht besonders gut hier. Der Fridolin-Mück. Hört euch mal hier hoch. Wir brauchen hier mehr Schützenkraft. Soll ich alle auf der Ecke sehen und die Pikeniere kommen gleich raus und positionieren sich dann hier gegen die Schildkämpfer. Das deucht mir eine sehr schöne Idee. Einmal in Position gehen. Lasst sie kommen. Die letzte Angriffswelle fährt ein. Diesmal kommt das dicke Ende von hier hinten. Schützentrupp 1 will ich hier oben sehen. Schützentrupp 2... stellen wir hier oben hin. Die Pikeniere möchte ich hier sehen. Und euch halten wir noch einen kleinen Moment zurück als Reserve. Die kommen jetzt alle hier die Engstelle hoch. Da kriegen sie erstmal von den Pikenieren eine schöne Begrüßung. Und jetzt, wo das Thema durch ist, geht ihr stürmen. Es war mir eine Ehre, Freunde. Diese Schlacht haben wir erfolgreich geschlagen. Uns kann keiner was. Das sage ich euch. Uns kann keiner was. Wir haben die Portia gewonnen und die ist angeblich talentiert. Hoffentlich nicht in Töpfern. Das bringt uns gerade nicht weiter. Aber wir haben eine neue Dame in unseren Reihen. Die Freude ist groß. Und wir haben auch
Neue Gegenden freigeschaltet. Wir haben auch viele Münzen. Und auf Garek kommen nur Schützen, sagst du. Ja, kein Thema, aber ich habe mir die guten Truppen hier eigentlich extra aufgehoben, damit wir Ailun befreien können. Wir haben ja immerhin zwei Nahkampftruppen, die sich im Notfall abwechseln können, und wir haben unseren riesengroßen Schützentrupp. Und meine Fresse, du, hier, dir wird einem ja schon schwindelig, wenn man die Insel nur anguckt. Da wird einem schon schwindelig von. So, ihr positioniert euch mal hier oben. Da seid ihr erstmal rundum einigermaßen abgesichert. Ich finde es auch wirklich sehr liebevoll, so diese kleinen Details. Wir haben ja hier zum Beispiel zwei Infanterietruppen, aber beide Infanterietruppen sehen, obwohl sie auf der gleichen Stufe sind, anders aus. Guckt euch mal die Helme an. Das finde ich sehr, sehr niedlich. Das sind so kleine, schöne Details. Gebt mir doch mit den Details nicht auf den Sack. Ihr seht doch, dass ich beschäftigt bin. Immer diese Ablenkungen. Und da hinten kommt es richtig knüppeldicke, ne? Kommt, wir gehen mal mit an die Front mit unseren Schützen. Die sollen wir da drüben richtig treffen. Da steht noch ein Schütze am Strand. Was soll das denn? Boah, ja, treffen wir eine Option, denke ich. Jetzt kommt sie mit Schilden. Von der anderen Seite auch. Ich habe auch meinen Sprung-Wilfried da. Der Sprung-Wilfried wäre hier drüben nicht so schlecht. Während ich unsere Dame hier rüber sende. Na, eigentlich will ich euch nicht da oben sehen. Ich will euch schon ein bisschen hier im Einsatz begrüßen dürfen. Na, die Sprungattacke wird mir hier aber nicht viel bringen, wenn die da drüben anlegen, hä? So Mist. Vorwärts. Ich hätte von da oben aus springen können. Und jetzt kommen die genau hier lang gewackelt. Diese vermaledeiten Heringe. Mit extrem vielen Federn. Schützen, ihr seid so viele. Ihr geht an die Front und schnappt euch die Boote. Wir brauchen hier keine weiteren Schützen. Ist ja, glaube ich, eh die letzte Angriffswelle. Aber die treffen nicht so gut. Los, versteckt euch alle im Klohäuschen. Nee, da hinten kommt auch nochmal ordentlich die Kacke am Dampfen sein. Tuten tun. Diesmal versuchen wir es nochmal mit einem Sprungangriff, um sie in die Falle zu locken. Oh, das ist jetzt, das sind aber viele, hör mal. Herr Jemine, aber die stehen recht günstig für unseren Sprungangriff. Ich weiß auch schon, wo ich ihn verwenden werde. Wenn ich komme nicht auf das Feld. Wieso komme ich nicht auf das Feld? Nein, das Zeitfenster, wo bin ich denn? Ich kann die Fähigkeit nicht. Warum? Ich krieg die Fähigkeit nicht da unten hin. Ey, ist das ärgerlich. Die Fähigkeit will gerade nicht. Jetzt geht's. Jetzt, wo es zu spät ist. Oh, wie mies. Wie mies. Ich konnte die Fähigkeit nicht da unten draufsetzen. Ah, das war so ein trauriger Moment gerade. Das war so ein trauriger Moment. Aber wir haben es ja trotzdem noch geregelt gekriegt. Die Bogenschützen, ihr stellt euch mal hier hinter die Mauer. Der Drops ist jetzt eh gelutscht. Oh, war das traurig. Ich konnte einfach den Sprungangriff. Ich kam nicht auf die Felder. Ich habe den nicht da drauf kriegen können. Ah, war das ärgerlich. Aber sei es drum. Unsere Kommandeure leben. Die Insel ist evakuiert. Alle Häuser standen. Gibt gut Geld. Was willst du mehr? Wir haben jetzt 25 Münzen. Und gehen erstmal in die nächste Runde. Wir haben 25 Münzen. Und mit diesen 25 Münzen werde ich jetzt unseren Eckbert, der ja hier in gewisser Weise auch der König ist, immerhin ist er der letzte Überlebende des Alten Reiches, unser erster Kommandant und so, mit diesen 25 Münzen werden wir den Eckbert auf das Elite-Infanterie-Level bringen. Besser wird er nicht mehr. Besser wird er nicht mehr. Wir können ihn jetzt noch ausstatten, natürlich mit Stein der Weisen Level 3. Wir können dem noch den Stoß verpassen, aber
Als elitärer Kämpfer ist er jetzt auf dem Maximum. Und wir befinden uns jetzt hier in der nächsten Runde, die wir uns beim nächsten Mal anschauen werden. Für heute ist nämlich erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jeden netten Kommentar. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das war ein guter Reim.